Wir sind alle eine große Familie. Wenn dir das jemand im Bewerbungsgespräch sagt, renn. Hier sind noch weitere Red Flags von ArbeitgeberInnen, die du nicht ignorieren solltest. Wenn im Vorstellungsgespräch ständig um das Thema Gehalt herumgedruckst wird oder der Arbeitgeber es vermeidet, konkrete Zahlen zu nennen, ist das ein schlechtes Zeichen. Kläre also so früh wie möglich, ob eure Vorstellungen übereinstimmen, um unnötige Zeitverschwendung zu vermeiden. Schau dir während des Bewerbungsgesprächs die Angestellten genau an. Wirken sie gestresst oder als hätten sie komplett aufgegeben? Hörst du immer wieder abfällige Bemerkungen über die Firma? Red Flag Alarm! Aber auch zu positive Vibes sind suspekt. Vor allem, wenn du auf Arbeitgeberbewertungsplattformen gefühlt nur Lobeshymnen und 5-Sternbewertungen findest. Wenn es zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es auch leider meistens so. Hast du noch weitere Anzeichen für schlechte Arbeitgeber?